Bei mir schon. Also, nicht so ganz, aber bei mir sieht es lustig aus. Naja, bei mir auch. So, Aber bis nach oben aufstehen. noch. Aber den, wenn ich da oben so mal kurz reinbaue, dann Oh, vielleicht kriege passt. ich schon sogar meine 30 Level voll. Fortune 3. Oh, ich bin Level 33, verdammt, ich sollte das. Naja, scheiß drauf. Geh doch entschärfen. Jetzt muss ich mich erst aber hier wieder rausbauen. Nee, du musst einfach nur außen rumrennen. Nee. Ich habe mich nämlich eingebaut. Dann bist du natürlich selber schuld. Ich glaube, kannst du mir mal kurz drei Diamanten leihen? Ja, nimm dir raus. Ich wollte gerade einen Weg durchbauen für dich. Ich habe jetzt schon fast 6 Stacks. Das wird ein bisschen was werden, Deswegen baue ich die nur noch mit Silk Touch ab, wenn hä? Ja, ich. das mache ich eigentlich auch nur noch. Ich gehe sowieso nur noch mit Silk Touch Minen. Ich bin jetzt schon. Jawohl, Efficiency 4 und Unbreaking 3, richtig gut. Naja, aber es ist in Ordnung. Was heißt, naja, ist in Ordnung, bei einer Axt, was will ich mehr? Ach so, bei einer Axt. Das ist in Ordnung. Du lässt das ganze Redstone da oben liegen. Ja, das muss ich gleich auch sein. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Ich liebe das. Ich habe hier so eine. Oh, da bist du. So eine. Ja, warte. Kopieren. Einfügen. Das ist so eine, die macht schon gar nichts mehr auf YouTube, aber die hat so ein, was hast du denn da gemacht? Nix. Warum ist das denn in der Ecke? Das gehört so, das hat man jetzt so. So. Und, hast du schon alles aufgesammelt von oben? Ja. Achso. Wie viele Stacks hast du? 1, 2, 3, 4, 4 Stacks und 8. Ich habe auf den Stack genau 16 Stacks. Du selbst. 16 Stacks. Abgebaut. Plus 4 sind wir bei 20 Stacks. Bei 3 Stacks und 22. 20 Stacks mal 64. Dann haben wir 1288 Redstones. Und ich habe geschätzt 1070. Ich habe mich um über 200 verschätzt. Hammer, ne? Das heißt, man bekommt aus jedem nicht 5, sondern 5, noch was. Geil. Oh. Damit hey ho und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Minecraft Together. Yay! Und ja, so ist das. Dinge geschehen, Sachen passieren und plötzlich hast du einen 1x1 Turm aus Leaves und oben eine Erdplattform und einen kleinen Quick Drop mit viel, viel Leaves und Vines. Ja, und mal davon abgesehen, dass es ungefähr eine halbe Ewigkeit dauert, bis du da oben bist, ja, ist natürlich die Frage, was mache ich denn da oben? Blende mal das hier kurz aus. Und ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, viel, viel, viel kommt da oben nicht hin. Aber es ist ein entscheidendes Detail. Und zwar, jetzt immer noch, up, wir haben noch gut Ding vor uns. Das Gute ist, die Dinger wachsen oftmals so einmal rundherum. Und somit kann man eigentlich schlecht hier runterfallen. Nee, das Teil, das wird eine, wie schon unten im Keller, zuerst gehabte, Mann, unendliche Villager Breeding Station. Denn das Ganze funktioniert nur, wenn im Umkreis von 100 Blöcken, glaube ich, keine anderen Türen sind. Und wir sind so hoch oben, dass im Umkreis von 100 Blöcken keine Tür ist. Also
Es müsste funktionieren. Den Tipp hat mir Messer gegeben und somit muss ich mich bei Messer auch offiziell jetzt hier vor lauter Zuschauern entschuldigen. Messer ist keine Traumzerstörerin mehr. Sie hat mir den Traum zurückgebracht. Sie hat vorgeschlagen, dass ich eben das Teil da oben nochmal baue und dann die Villager eben hier runterfallen lasse und dann eben unten durch Vines durchfallen lasse und dadurch hebt sie ja den Fallschaden auf. Und dann kann ich da immer einfach ein paar neue runter tun in mein kleines Dorf da unten und habe hier oben einfach das Teil hier. Ich weiß noch nicht, vielleicht werde ich es so machen, dass ich hier oben ein Home setzen werde. Ich bin am überlegen, ob ich mir ein Homes kaufen werde. Also nicht Homes, sondern dass ich mir Warps kaufen werde. Denn meine drei Homes, die ich quasi habe, das reicht einfach mittlerweile nicht mehr. Es ist schon langsam ein bisschen, naja, nervig. Da muss ich jetzt dann mal schauen. Und ja, von hier oben hat man auch eine ziemlich gute Übersicht über mein Grundstück. Also ich meine, da hinten, bis da. Und dann bis da. Und von vorne sieht man es eigentlich am besten. Bis da. Riesenteil. Und ja, ich werde jetzt hier oben, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen was raufgebracht. Ich hoffe, dass das alles reicht. Hier ist eben der Quick Drop. Wir gehen hoch. Ja. Ich schätze, ich werde mein Home 1 hier oben setzen. Das geht vorerst mal schneller und dann komme ich immer, weil runter komme ich leichter als hier hoch. Also ich baue jetzt hier mal das Teil wieder soweit und dann, ja, sehen wir uns gleich wieder. Das ist übrigens die maximale Bauhöhe, das habe ich nur so markiert. Okay. Bis gleich. So, und willkommen zurück und ihr seht, yay, ich habe fertig gebaut. Soweit. Soweit es mir möglich war. Ja, ich habe natürlich einen totalen tollen Fell hingelegt. Es ist jetzt nicht so, wie es eigentlich sein soll. Warum? Diese Bauhöhe und diese Bauhöhe müssen ja können nicht verändert werden. Ich hätte aber noch einen Block nach oben gemusst. Ich sage jetzt bewusst gemusst, denn müssen tun wir rein theoretisch nichts. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Darum habe ich es nämlich jetzt einmal eins nach unten gelegt und jetzt konnte ich hier die Blöcke drüber setzen und habe hier schon den Behälter für den anderen quasi vorbereitet sozusagen. Und das macht jetzt gar nichts, wenn da kein Minecart drin steht. Das heißt, wir setzen jetzt mal wieder kurz hier rein, damit ich dann später den anderen gut da rein platzieren kann. Lass mal hochfahren. Wasser geht aus, genau. Oben habe ich eine Glowstone-Lampe eingebaut. Können wir hier ganz gut sehen, wenn das Licht angeht. Fährt er wieder runter. Wir schicken ihn aber gleich wieder hoch. Bis jetzt habe ich erstmal alles so mit Stufen gemacht. Eigentlich relativ einfaches Design gehalten und so. Nur Holz verwendet. Unten habe ich alles so weit wie es geht, alles freistehend lassen. Hier können wir nochmal kurz runterschauen. Nicht weiter. Genau. So sieht's aus. Ich habe es auf beide Seiten gemacht, damit es symmetrisch ist. Braucht man eigentlich nicht. Und ja, jetzt ist es an der Zeit, die Villager zu holen. Drei Stück brauchen wir. Und ja. Ah, okay. Der steckt jetzt hier oben fest. Vorerst lassen wir das aber mal so. Wasser ist weg. Gut. Jetzt kann ich meinen anderen Home nicht mehr verwenden. Erstmal wieder runterfallen. Yay! Flatsch! Genau. So, dann holen wir uns drei Spawn-Eier. Kosten 3000. Habe ich aber nicht bezahlt. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, Messer. Ja. Falls ihr euch gerade fragt, wo die anderen Eier sind, die habe ich dabei. Ja, ich habe ein paar, ja. Oh, hier flackt ein Haufen Scheißen rum. Die habe ich in ein Schließfach getan, denn ich habe nämlich jetzt ein Schließfach. Dort kann man seine Sachen aufbewahren und wird dann auch angezeigt auf dem Server, auf der Homepage quasi von Timoja. Momentan habe ich drin zwei Rosen, also ganz was Wichtiges, ein paar Diamanten, eben, keine Ahnung, fünf Spawn-Eier oder so. Und eine Efficiency 5 Spitzhacke. Noch ist sie ja sonst nicht möglich zu bekommen. Ab 1.4. Ich weiß nicht, ob dieses Video dann schon in 1.4 erscheinen wird. Vermutlicherweise.
Das heißt, als ich dieses Video hier aufnehme, war 1.4 noch nicht draußen und ich hatte diese Spitzhacke damals schon in der 1.0 oder so gekauft, oder damals, wo es noch ging. Es ist auf jeden Fall schon ewig her. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Was? Okay. Interessant. So, und jetzt kommt der große Augenblick. Ob es funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall darauf hoffen, dass... Ich glaube, den machen wir zum Schluss. Als erst setzen wir die beiden hier rein. Oder? Ne, wir machen erstmal so. Genau. Das Minecart ist jetzt oben. So. Ich bin lustigerweise kein einziges Mal runtergefallen. Also... Hat sehr gut gehalten, meine Konstruktion hier. So, jetzt möchte ich ganz gerne da noch einen Half-Slab drüber tun. Ich hoffe nur, dass uns die nicht rausglitschen. Ich habe nämlich das Ganze immer nur einen Block tief, dick gemacht. Ich hoffe nur, dass der da nicht durchfällt. So. Hier passt alles noch vom Redstone und so. Okay, da ist es das erste Mal passiert und wir werden möglicherweise nicht sterben. Ah, in der Aufnahme das erste Mal passiert. Sehr schön. Hier kommen die ganzen Blöcke runtergebackt. Dann müsste man einen Amboss hochstellen. Von 1.4. Flatsch! Kommt es irgendwo aus dem Nirgendwo her? Home 12 haben wir nicht, deswegen nehmen wir Home 1. So, du bist hoffentlich noch drin, oder? Sehr gut. Was ist denn das eigentlich für eine? 13 Emeralds für ein Diamantenschwert. Ja, dir geht's wohl so gut. Und jetzt erreichen wir natürlich den einen Block nicht, den ich eigentlich abbauen wollte. Nee, ist nicht dein Ernst, oder? Ist doch immer dasselbe hier. Mit den Sackern. So. Sehr gut. Da noch. Und wieder alles abbauen. Weil wir den Weg vielleicht noch bräuchten. Ich weiß es nicht. So, jetzt lassen wir das Minecart hoch runterfahren. Und dann müsste er rein theoretisch in dem Minecart sitzen. Was er aber nicht tut. Weil dort sich vermutlicherweise ein Block irgendwo im Weg befindet. Super, jetzt sitze ich dran und jetzt fährt er wieder hoch. Das geht doch normalerweise. Jetzt hat Hammer. Jetzt ist er drin. Sehr gut. Ah, und da ist meine Spitzhacke kaputt. Aber ich habe dafür schon vorgesorgt. Und mir schon wieder eine neue mitgebracht. Ups. Also doch. Ich habe sie nämlich jetzt gerade eben weggeschmissen. Und jetzt ist sie wieder da. Naja, interessant. So, ich hoffe, das funktioniert hier alles soweit. Jetzt müssen wir ihn wieder hochfahren lassen. Und er ist oben. Und er ist auch drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, dann holen wir jetzt die anderen beiden. Rausgehen können sie, fällt mir gerade auf. Das sollte man vielleicht davor noch beheben. Ich muss hier das zumachen. Ich glaube, das mache ich aber mit Stufen. Stufen, Stufen, Stufen. Silk Touch haben wir da. So. Dann können wir hier eigentlich, glaube ich, auch Half-Slabs hinsetzen. Genau. Jetzt kommt zwar ich nicht mehr raus. Den kann ich abbauen. Genau. So, jetzt kommt nur die Frage darauf an, ob ich es auch wieder platzieren kann.
Natürlich nicht. Ist ja wieder typisch. So. 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 Und so. Sehr gut. Und jetzt halt kommen die. Eigentlich brauche ich dann das Fenster, die Glas-Dinger gar nicht, gell? Genau, fällt mir gerade so auf. Können wir die wieder wegreißen? Auch gut. Auch gut. Genau. Hier könnten wir jetzt dann auch noch sowas machen. Sowas machen. Das lassen wir frei, damit wir noch hinkommen. Genau. Und jetzt kommen die Spawn-Eier rein. Zack. Und zack. Und endlich Villager Breeding Dingsens kann eigentlich beginnen. Was haben wir hier für Guys? Ein Emerald für 3 Brot. 10 Emeralds für einen Ender. Okay, ihr habt ja alle einen Schatten. So. Also, wir lassen die mal kurz in Ruhe und ich melde mich dann, wenn es soweit ist, dass wir hier vielleicht mal den ersten Wild haben. Bis gleich. Okay, wir haben definitiv ein Problem. Nach geschätzt Viertelstunde, 20 Minuten oder so, wo ich jetzt immer hier AFK gestanden habe und so, es passiert nichts. Sie fangen nicht an zu breeden. Ich vermute tatsächlich, dass es daran liegt, dass man eben, ja, das Teil um eins erhöhen muss. Toll, oder? Ja, ich finde es auch wirklich super. Das ist echt zum Kotzen. Wie mit der 4x4-Pistentür. Komplett fertig fast? Das stimmt jetzt aber nicht so, oder? Und vor allem, ich muss ja die ganzen... das wird wieder eine Arbeit. Aber da, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Vielleicht wird es ja irgendwie gefixt oder so. Ja, ich lasse es jetzt hier einfach mal dabei so. In diesem Projekt werden wir ein anderes Mal weiterarbeiten. Vielleicht kommt ja doch noch irgendwann einer raus, ich weiß es nicht. Ich lasse den jetzt mal so und wenn ich später nochmal umkomme, dann sehen wir ja, dass immer noch keiner da ist. Ja. Genau. Dann begeben wir uns mal nach unten und schauen, was wir sonst noch so bauen können. Bis gleich. Was machst du da? Wer hat dir das erlaubt? Sag, wer hat dir das erlaubt? Ja, ihr seht, er ist oben rausgegangen, weil eben der Chunk nicht mehr geladen war und als ich wieder herkam, hat er sich wahrscheinlich, war er quasi außerhalb des Minecarts und deswegen ist er quasi ausgestiegen sozusagen. Man muss quasi den immer wirklich darunter fahren. Aber jetzt haben wir ihn hier oben. Naja, eigentlich gar nicht mal so schlecht, möchte ich fast sagen. Probieren mal da hinten jetzt vielleicht einzusperren. Zack, zack. So. Und jetzt mit rein da mit dir. Genau. Dann bist wenig ist wenigstens einer schon mal zumindest lol, aufbewahrt. Ja, du. Du hast nicht dafür gesorgt, dass diese hier breeden. Finde ich nicht nett von dir. Jetzt muss ich das Ganze noch so machen. Ich muss alles wieder abreißen und um einen Block tiefer setzen. Ich mache es aber eher um 5 Blöcke oder so. Nicht, dass da nochmal irgendwas im Weg umgeht. Ja, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollen davor oder abzählen. Weil ich dachte, es reicht vollkommen. Ich meine, ich hier und bis da oben, aber anscheinend ein Block zu wenig. Gut, ja. Das machen wir aber wie gesagt im nächsten Mal. Ich bin wieder Level 30. Und das werden wir natürlich ausnutzen. Einmal wieder kurz runterspringen. Ah, und Sound war es wieder aus vom Farmen eben. So, hier rein. Und hier rein. Nee, hier nicht rein, fällt mir gerade ein. Hier bekomme ich nichts, was ich brauche. Ups.
So, ich weiß gar nicht, was wir uns diesmal enchanten. Was holen wir uns denn diesmal? Wir haben noch einen guten Schuh, wir haben noch guten Helm. Eine eigentlich gute Brustplatte. Mehr oder weniger gute Dingsens, Leggings. Spitzhacken haben wir soweit eigentlich ganz gut. Äxte habe ich momentan die gute reingetan. Schaufel. Fortune 3, Efficiency 4. Vielleicht nochmal eine Schaufel. Oder nochmal einen Bogen. Wir haben nur einen Bogen. Wir gehen nochmal auf den Bogen, würde ich sagen. Lass mich da durch. Durchlassen sollst mich, du Homo. So. Wir brauchen drei Seile. So, 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 so. Auf geht's zu einem Level 30 Bogen. Und diesmal werden wir es ein bisschen anders machen. Und zwar, wir werden so lange warten, bis da unten ein richtig langer Text steht. Sprich, beide Zeilen fast zur Gänze vollgeschrieben. Ja, probieren wir es mal mit dem da. Ja. Nicht schlecht, aber könnte besser sein. Ja, von der Stärke her gleich, bloß der ist halt unendlich. Also, ja. Hauptsache, wir haben wieder einen. Genau. Ja, da das Teil da oben momentan eben noch nicht funktioniert und nochmal eine komplette Überarbeitung braucht, was schätzungsweise wieder so eine halbe Stunde dauern wird. Und ich mich da momentan nicht so drauf einstellen kann, das nochmal zu machen. Von hier unten sieht es eigentlich kaum auffällig aus. Also wenn man nicht hochschaut, sieht man es nicht. Ist eigentlich ganz cool. Ja. Ich denke. Was denke ich denn? Ich weiß es nicht. Ich will eigentlich noch nicht mit dem Haus abreißen anfangen. Ich will noch bis zu 1.4 warten. Wie sieht es mit dem Getreide aus? Ah, könnte wieder geerntet werden. Ja, ich werde mal hier ein bisschen ernten und eine kleine Montage daraus wieder machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ein anderer Tag. Ja, eine andere Bauhöhe. ich habe jetzt das Ganze soweit um eins nach unten verlegt. Den kompletten Teil hier, der bleibt ja gleich. Und jetzt stimmen zumindest hier die Schienen wieder. Ich hoffe auch, dass das dann soweit alles passt. Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, wie bekommen wir den anderen Villager wieder hinten rein? Ich denke aber, dass es so vielleicht ganz gut klappen könnte. Die beiden, die waren ganz friedlich, haben gut kooperiert. Ich habe zuerst einfach unten alles aufgedoppelt, dann reingegangen, alles weggeschlagen und dann sind sie einfach runtergefallen, um eins quasi. Das war kein Problem. Doch jetzt kommt der Sacker. Und jetzt müssen wir den da irgendwie noch da rein befördern. Komm schon. Kooperiere wenigstens ein bisschen. Das ist hier ein schöner Weg. Du brauchst dich nicht beschweren. Ich wollte es eigentlich nicht so machen, aber du lässt mir keine andere Wahl. Zuerst habe ich mir gedacht, ich lasse es ohne Sicherheitsweg. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu sehr gewagt. Und da sind wir out of Cobble. So. Und ich denke mir, wir könnten den vielleicht mit Wasser wegtreiben.
Vorausgesetzt, der ist ein bisschen kooperativ. Ah, jetzt hat jetzt, jawohl. Sehr gut, gleich mal wieder hinten blocken. Und dann können wir hier den restlichen Korb schon wieder abreißen. Sehr gut. Wir machen Prozess. We making progress all the time, every day. Und er ist schon wieder ein bisschen weiter. Wie können wir ihn jetzt auch einfach leichter schubsen? Ja, ist sehr gut. Zack und zack. Komm schon. Nicht in der Ecke festhängen. Gut, wenigstens schon mal wieder so weiter. Formen wir gleich nebenbei wieder ein bisschen Koppel ab. Muss nur noch weitergehen. Irgendwann hat es geschafft. Dessen bin ich mir sicher. Den Weg brauchen wir noch. Geht alle weg, Steine. So. Ups. Kleiner Bug. Glitch, wie auch immer. Wenn wir nochmal hier den Safety Rail bauen. So. Da habe ich jetzt nichts hinbekommen. Wegen dir vermutlicherweise. Was passiert denn da? Eigentlich nicht viel. Aber ich brauche ohnehin eine Erweiterung. So. Genau, einmal aus. Jetzt ist er weg. Hey, du bist doch sehr kooperativ. Komm schon, noch ganz da rein. Jawohl. Wir haben ihn. Ging schneller und einfacher als ich dachte. Die sind ja gar nicht so stur, wie man immer sagt. So. Reißen wir das hier wieder alles ab. Und dann fahren wir erstmal das Minecart wieder runter. Lalalalalala. Genau. Und zack. Und dann hoffen wir, dass jetzt drin ist. Nee, noch nicht ganz. Jetzt ist er drin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt glaube ich, ist es falsch rum, oder? Genau. Ist aber auch gar kein Problem normalerweise. Zack. Zack. So. Ne, ich glaube, es hat gestimmt, oder? Ja. Es hat gestimmt. Gut, dann eben nochmal. Zack. Zack. So. Also, er ist drin. Die da unten sind beim Waschen. Jetzt lassen wir sie hochfahren. Oder den anderen hochfahren. Wasser geht aus. Und normalerweise sollte es jetzt so weit funktionieren, dass sie miteinander breeden wollen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Wir sehen uns, wenn ich hoffentlich gute Resultate für euch habe. Bis gleich. Und ja, es scheint zu funktionieren, Leute. Bei dem Roten. Seht ihr? Herzen. Herzen! Juhu! Und ich weiß soweit, also jetzt kann schon noch ein bisschen dauern, dass da irgendwas passiert, was Kinder betrifft und so. Weil mit zwei Leuten dauert es natürlich viel länger, als wenn du da schon 20 Stück drin hast oder so. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht bereit, da nochmal mehr reinzutun. Ich lasse es einfach hier mal ein bisschen laufen und wenn wir dann hier mal vielleicht, ja, zumindest ein Baby haben, dann wissen wir, dass es funktioniert und das ist eigentlich die Hauptsache. Ja, wobei wir eigentlich ohnehin wissen, dass es funktioniert.
Rein theoretisch, weil ich meine, es kommen ja Herzen. Und von dem her kann es eigentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis hier mal was rauskommt. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. So, und nach nicht mal 5 Minuten, ich war gerade eben AFK, und dann komme ich wieder und dann ist da ein kleiner Baby-Villager. Yay! Ich bin überglücklich. Danke, 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 dass das jetzt endlich funktioniert. Und ich danke auch Messer nochmal, dass sie mir den Tipp gegeben hat, dass man das eben hier oben bauen soll. Dann eine Ohrfeige für mich, dass ich Vollidiot nicht gleich darauf achte, wie hoch das Teil ist. Und für euch, ja, seht, was passiert, was wir mit dem Teil alles noch machen werden. Und wie wir das designen werden. Weil, naja, so ganz gefallen tut es mir noch nicht. Aber eigentlich ist es ja egal, weil es hier eh im Arsch der Welt ist. Wir dürfen halt echt nicht vergessen, dass wir das Teil da oben runterfahren, weil sonst haben wir so ein derbes Problem. Ich bin vielleicht am Überlegen, ob wir nicht hier oben hier alles links rundherum zumachen. Das heißt, falls er uns wirklich auskommen sollte, dass er sich wenigstens hier in diesem Bereich aufhält. Da drin irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht mit Holz hier quasi so zubauen. So. Und dann so. Und hier können wir nicht zubauen. Mehr oder weniger. Das einfach mal so. Hängen wir da noch eine Upside-Down-Half-Stufe hin. Machen wir da noch mal ein paar Stufen. Zack, zack. Der kommt dahin, genau. Dann kann er hier wenigstens nicht aus. Das einzige Problem ist natürlich, er kann Türen aufmachen, aber ich glaube nicht, dass er sich da den Weg nach unten bahnen fallen wird, wie auch immer. Und hier könnten wir rein theoretisch einen Half-Slip hinsetzen. Der müsste dann hierher, glaube ich. Genau, ich glaube schon. Ups. So. So müsste es rein theoretisch gehen. Ich mache den da lieber auch nochmal zu einem Upside Down Half Slip und dann hier so einen Half Slip. Dann dürfte da eigentlich nichts mehr passieren können. Wunderbar. Hier hinten setzen wir noch eine Schlussleuchte dran. Und dann ist unser fliegendes Flugzeug fertig. Unsere fliegende Villager Breeding Maschine. Wunderbar. Ja, schauen wir noch kurz, ob das da oben so funktioniert. Nee, ich lasse das erstmal noch ein bisschen. Wird schon funktionieren, hoffe ich. Ja, nee, ich probiere es lieber mal aus. Runterfahren. Ich glaube nicht, dass er jetzt runtergefahren ist. Genau, er hängt jetzt oben fest. Wegen dem da. Das heißt, wir machen es so. Durchgehen kann er nicht. Durchfahren müsste eigentlich schon gehen. Bin es jetzt nochmal. Zack. Und Wasser ist wieder nicht angegangen. Der hängt da tatsächlich immer noch. Okay, dann geht das eben nicht. Naja. Irgendwie, der wird schon. Hier, ich meine, hier kann er eh nicht groß aus. Das wird dann schon hoffentlich so passen. Ja. Ach, wisst ihr was, dann reißen wir das komplett wieder. Machen wir es wieder so zurück, wie es war. Nicht, dass wir da noch irgendwas kaputt machen an dem ganzen System. Ich meine, es weiß ohnehin keiner, warum das genau funktioniert. Gut, es wird ab 6 Türen wird es als Dorf angezählt, aber warum muss es genau auf dieser Höhe sein und so? Fragt mich nicht, fragt mich nicht. So, so hat es funktioniert, so lassen wir es. Und ja, ich bleibe hier noch ein bisschen und hoffe, dass wir noch mindestens 2 oder so bekommen. Und dann sehen wir uns wieder. So, und da sind wir gerade. Ja, bei einer neuen kleinen Monsterfalle. What the fuck?
Das Ding war gestern noch irgendwo mit einer Reihe Pistons und noch überhaupt nicht fertig. Und jetzt schaut euch den Scheißdreck mal an hier. Da kommt Kacke rausgeflossen wie sonst was. Das ist, ich nehme nicht jetzt nur da mal drauf, geht zack, 64 Gunpowder 21. Das ist ja echt. Scheiße, Mann. Heilige Scheiße. Alter, ist das geil gemacht. Also ich würde mal sagen, Effizienz gleich 1 Milliarde. Wow. Hey. Stupid Sucker. So, ziemlich gemein von dir gewesen da gerade. Wie das Ganze funktioniert, das sind einzelne Reihen von Pistons übereinander, glaube ich. Das System oder Design stammt von JL2579. Ups. Fuck. Ich glaube, ich habe ein Problem. Nein. Ah, gut, da geht's wieder raus. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie viele Items produziert's? 7000 oder so die Stunde? Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Nochmal gehe ich da jetzt nicht hoch. Scheiße. Ich höre sogar irgendwo Slimes. Wie viel sind jetzt hier schon wieder? Ich bin schon wieder total voll. 64, 64, 64, 64, 64. Es ist so krass. Da unten staut sich's schon. Es ist echt übel. Heilige Scheiße. Ja, das Teil ist auf jeden Fall effizient. Haus an geht auch. Habe ich hier Rechte? Nee. Ist das derbst. Das Teil hat's drauf. Auf jeden Fall. Ja, gefällt mir sehr gut. Jo. Ja. Nur mal hier so aus kleinen Zwischeneinblendungen. Wir sehen uns drüben wieder. So, und zum Abschluss habe ich mir gedacht, ja, schauen wir doch nochmal, was wir hier so als Zwischenbilanz haben. 2, 4, 6, 7. 7 Stück, aus 2 wurden 7. Also wir haben mittlerweile schon 5 neue. Und der ist nach wie vor in seinem Minecraft, das ist wunderbar. Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall das hier so weit geschafft, dass es funktioniert. Was mich sehr freut. Wie genau ich das hier oben und so weiter alles machen werde, weiß ich noch nicht genau. Quasi, dass man die dann runterfallen lassen kann und so weiter. Ich muss ja quasi die zuerst holen, dann schauen, ob der gut ist oder nicht. Dann, wenn er nicht gut ist, töten. Wenn er gut ist, muss ich den ja irgendwie nach unten befördern. Mal schauen. Noch brauche ich es nicht, quasi mehr oder weniger. Das kann eigentlich noch warten. Aber vielleicht machen wir uns dann im Laufe der Folgen mal dran. Momentan, ich hätte nämlich letztens schon ganz gern angefangen, das neue Haus zu bauen in der Crealaxy-Welt. Doch, leider gibt es da ein kleines Problem. Kann ich euch mal kurz zeigen. Spawn. Hey, Pen. Wir müssen darüber. Zack. Und zwar seht ihr hier, Crealaxy ist momentan not available. Ja, gehst du mal bitte weg da. Weil dann nämlich, ich glaube sogar Penn war schuld. er hat da irgendwas mit, keine Ahnung, 10 Chunks voll mit so fliegenden Ghastbällen oder so. Irgendwie sowas war da, glaube ich. Tut mir leid, wenn ich mich irre, aber ich glaube sowas war's. Ja, und jetzt müssen sie da irgendwie Chunkfix machen, aber wahrscheinlich geht das nicht, weil dann alle gefixt werden, auch hier in dieser Welt und so. Und jetzt möchten sie eventuell eine neue machen. Wegen mir, okay, ich meine, ich habe noch nicht viel gebaut drauf, nur sie sollten mal, na, war ja klar, sie sollten mal dahin machen, damit ich da mal mein neues Haus drauf bauen kann. Ansonsten muss ich es nämlich in einer privaten Singleplayer Creative Welt machen, quasi nicht auf dem Server, aber dann können sie ja die anderen Leute nicht sehen, was vielleicht auch ganz gut wäre, aber ja, ich hätte es ganz gern online gebaut. Genau. Ansonsten, ja, würde jetzt eh wieder dauern, bis das wieder hier geht. Von dem her würde ich sagen, verabschiede ich mich für diese Folge von euch.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Hodenkrebscreme meldet sich ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschaußen. Subscribe.